Buongiorno. Es ist kurz nach 10. Ich bin gerade aufgewacht und nehme euch heute mit in einem relativ normalen Tag als Studentin im Auslandssemester an der NABA in Rom. Ja, let's go. Kleine Roomtour. Das ist mein Zimmer. Hier. Miau. Das ist die Katze meiner Vermieterin. Ja, ich dachte, ich könnte, während ich mich fertig mache, mal kurz was zu meinem Stundenplan erzählen. Und zwar habe ich von Montag bis Donnerstag Uni. Ich habe aktuell freitags frei. Die Kurse hier sind immer in relativ großen Blöcken. Also zum Beispiel heute habe ich von 14 Uhr bis 18.30 Uhr. Natürlich macht man dann zwischendurch Pausen. Aber an sich würde ich sagen, dass die Blöcke so ein bisschen größer sind als in Deutschland. Ja, man macht aber wie gesagt trotzdem Pausen, also ist nicht schlimm. Freitags frei haben ist natürlich sehr geil. Zum einen kann man hier mit dem Zug viele Ausflüge übers Wochenende machen. Aber ist auch einfach cool, wenn man Freitag chillen kann. Ja, ich werde jetzt gleich in die Uni fahren. Dann muss ich noch ein bisschen für Freitag. Ich habe nämlich, es ist mein Kurs ausgefallen, der wird jetzt am Freitag diese Woche nachgeholt. Muss für Freitag noch eine Hausaufgabe fertig machen. Dann gehe ich mit meinen Freundinnen wahrscheinlich noch einen Kaffee trinken. Das machen wir relativ oft. Und ja, dann haben wir einen Kurs. Und zwar Video Production. Ja. Und abends gehe ich wahrscheinlich noch mit ein paar Freunden was essen. Ja. Aber let's see. Ja, ich kann nicht krank werden. Samstag Party. Wir müssen durchziehen. Aber jetzt geht's erstmal Kaffee trinken. Also, wir waren jetzt Kaffee trinken und jetzt geht's wieder in die Uni. Our point of view is side two, okay? Wir haben gerade rausgefunden, wie man das Restgeld vom Automaten zurückbekommt. Man lädt nämlich das Restgeld auf seine NABA Student ID Karte. Super, dass wir das nach 2 Monaten rausfinden. Alter, ich habe Twix und KitKat. Yay! Welchen Gravity Falls Charakter soll ich zeichnen? Schreibt's in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Tipper habe ich schon so 5-mal gemacht, Mabel auch. Ich glaube, ich nehme Stan. Oder die da. Wie heißt die? Ah, Pacifica. Wer hat jetzt aus? Wir! Wir! Jawohl! Wow! Wo ist dein Puscheldings? Hi! Wir sind jetzt aus dem Bus ausgestiegen und ich möchte euch noch ein bisschen die Area hier zeigen. Ich finde nämlich, dass es hier wirklich sehr schön ist. Also ja, let's go! Das ist Trastevere, ein Stadtteil von Rom. Hier finden sich viele Bars, Restaurants, allgemein ein schönes Nachtleben. Ja, wir sind hier relativ oft, würde ich sagen. Es gibt hier auch eine Bar, bei der wir besonders oft sind. Da sind sehr viele Studenten, die habe ich auch im letzten Blog-Eintrag schon erwähnt. Das ist das San Callisto. Und da laufen wir auch gleich vorbei.
das ist der Piazza di Santa Maria. Ja, ich glaube, der richtige Name wird nochmal eingeblendet. Und wir laufen zum Abendessen. Herzlich willkommen. Ja, hier wird die Pizza gemacht. Es riecht schon unglaublich gut. Ciao. Ciao. Der gute Hausmann. Also, glücklicherweise bin ich die Erste, die ihr Essen bekommt. So meinte ich das nicht, aber okay. Okay, es ist jetzt, ich glaube, kurz vor 11 oder so. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Ich brauche zum Glück von hier nur so 20, 25 Minuten nach Hause. Kommt drauf an, ob ich jetzt mit dem Bus oder mit der Tram fahre, aber es geht auf jeden Fall sehr zügig. Und dann geht's endlich ins Bett. Es war nämlich ein sehr aufregender, lustiger, aber auch anstrengender Tag. Es ist jetzt kurz nach 12. Ich bin jetzt abgeschminkt und bettfertig. Ich gehe gleich schlafen. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein Tag in meinem Leben als Studentin an der NABA. Ciao!